in the truest of your dreams. You have longed to yield to the yearning most cherished and feared. Awaken your hero within. Ja, damit begrüße ich euch, meine lieben Strategiespiel- und Siedlerfreunde, zu meinem zweiten Siedlerprojekt, nämlich die Siedler 7. Ja, einfach nur die Siedler 7. Erst einmal ein kurzes Vorwort. Vielleicht fällt es einigen auf, dass ich ein bisschen anders klinge. Das liegt daran, dass ich ein neues Mikro habe. Oder ein neues Headset allgemein. Also nicht wundern, wenn ich ein bisschen, ja, anders klinge als sonst. Ja, jetzt aber zum Spiel. Siedler 7, der aktuell letzte Teil der Siedlerreihe, wenn man Siedler Online mal weglässt, ist leider für viele das schwarze Schaf der Siedlerfamilie, auch wenn ich selber nicht verstehen kann, warum. Ich sag mal so, es gibt kein schlechtes Siedlerspiel. Es gibt aber Siedlerspiele, die sind mehr wie das Original Siedler und einige, die sind weniger. Da ist nach der Messlatte das am wenigsten Siedlerspiel Siedler 5, da dieses seinen Hauptschwerpunkt irgendwie aufs Militär legt. Während alle anderen Siedlerteile eben ihren Schwerpunkt auf den Siedlungsbau legen. Also auf Warenketten, Häusle bauen, Lieferwege und so weiter. Ja, parallel zu meinem Siedler 7 Let's Play läuft auch ein Siedler 6 Let's Play. Selbst das ist immer noch, wie soll ich sagen, komplexer als Siedler 5. Siedler 7, muss ich sagen, kommt eigentlich mehr die Originale ran von der Komplexität her. Hat aber halt so seine Eigenart, die wohl einige abschrecken dürften. Aber mich nicht. Und hoffentlich euch, meine Zuschauer, auch nicht. Ja, bevor wir mit der Kampagne anfangen, die ich in diesem Let's Play spielen möchte, möchte ich euch eine lustige Sache für Siedler 7 zeigen, nämlich den Architekten. Wir können unsere Burg nämlich komplett selber gestalten. Und zwar von den Grundmauern an. Haben wir ganz verschiedene Grundmauern. Und an jedem dieser blauen Bobbel könnten wir was Neues hinzufügen. Und dadurch entstehen neue blaue Bobbels, wo wir neue Sachen hinzufügen könnten. aber das ist nicht. Das, was ich euch zeigen wollte. Nur mal so. Ganz kurzer Einstieg. Also das Schloss, was ihr dann in der Kampagne sehen werdet, ist mein eigen kreiertes Schloss hier, was man auch hier sehen kann. Ja, vielleicht werde ich mir irgendwann mal die Mühe machen und es umgestalten oder neu gestalten. Oder mir hier unter den Erweiterungen... das war die falsche. Muss ich doch hier... Ja, hier im Gräberladen kann man für diese Münzen, die ich hier oben schon reichlich gesammelt habe, also ich war fleißig am Siedler spielen, Burgbauelemente und KI-Gegner kaufen. Um die Burg noch weiter zu verbessern. Gut. Aber wir wollten, wie gesagt, in die Kampagne starten. Ja, das Problem an der Kampagne ist, wie man gerade sieht, ich habe nur einen Account und der ist an mein Ubisoft-Konto gebunden. Deswegen ist die komplette Kampagne schon durch, weil ich sie ja schon dreimal durchgespielt habe. Aber das sollte uns nicht aufhalten. Wir gehen halt einfach schön der Reihe nach die Mission durch. Bis zur letzten Mission. Und ja, wir starten mit der Mission vom Nomaden zum Siedler. Beschreibung: Mondfänden. Verwandelt Mondfeld zurück in den geschäftigen Ort, der einst war. Zu Beginn der Reise verfügt ihr über euer Schloss, ein großes Lagerhaus voller Rohstoffe, einen Baumeister und die Taverne. Das eigentliche Herzstück des Königreiches. Genau, immer schön saufen gehen. Ja, die ersten Missionen, also die ersten vier Missionen eigentlich,
werden mehr oder weniger Tutorial sein. Erst ab der 6. Mission wird es richtig losgehen im Spiel. Von daher starten wir die erste Mission und gucken uns das Kampagnen-Intro an. Und dann legen wir auch los. Vor langer Zeit war das größte Gut im Königreich Tandrien nicht etwa Land, Viehbestand oder Gold, sondern die Krone der Gerechtigkeit. Eine Krone, die nur an Königinnen und Könige verliehen wurde, die ihr Land weise und gütig regierten. Doch Krieg und Habgier ließen die Herrscher Tandriens erkalten und die Krone blieb ohne einen würdigen Träger. Und so schloss man sie weg. Bis eines Tages ein neuer Anwärter auf den Plan treten sollte. Ihr habt mich gesucht, Vater? So ist es, Zoe. Komm, dein größter Wunsch ist greifbar nah. Das Königreich Tandrien ist zerrüttet. König Baldurus wurde von Lord Wolverine und dessen schwarzen Ritter Darkorian vertrieben. Diese versuchen, Tandrien zu übernehmen, falls wir dies zulassen. Zoe, das ist der Moment, auf den du gewartet hast. Das ist deine Chance, endlich Königin zu werden. Reite nach Tandrien und besiedle es. Dann kannst du über dein eigenes Reich herrschen. So soll es sein, Vater. Ich enttäusche euch nicht. Verlangen, wie trügerisch dein Bild doch ist. Und so trat Zoe ihre Reise nach Tandrien an, um einen alten Freund ihres Vaters zu treffen. Dieser sollte ihr bei der Besiedlung Tandriens beratend zur Seite stehen. Ja, unsere Mission ist besiedeln, nicht erobern. Sehr hübsch ausgedrückt. Ja, hier oben sehen wir gerade schon unser... Also uns gegen unser Gegner. Und wie wir gewinnen, im Augenblick durch Questliste. Heißt eben Tutorial. Und so fängt es an, ja. Hohenfelden, ein kleines Dorf in Tandrien. Von Dorf sieht man noch nicht viel. Außer die Leute hängen alle in der Taverne herum. Ja, zum hinkenden Eber. Die Taverne. Willkommen in Tandrien, Prinzessin Zoe. Ich habe euch schon sehnlichst erwartet. Ah, ihr müsst Bors sein. Mein Vater hält sehr viel von euch. Er sagte, ihr kennt Tandrien wie kein anderer. Seine Majestät ist zu gütig. Aber richtig, das eine oder andere weiß ich tatsächlich. Exzellent. Dann könnt ihr mich bestimmt bei meiner Besiedlung unterstützen. Sicher doch, stets zu Diensten, meine Prinzessin. Ich stehe euch jederzeit zur Verfügung, Milady. Lasst uns sehen, ob wir in dieser Gegend nützliche Rohstoffe finden. Wir haben Glück. In der Nähe befinden sich reichhaltige Steinvorkommen und kleinere Wälder. Das wird euch den Bau eurer ersten Siedlung erleichtern. Ja, das ist so, wie zunächst wie mit der Maus umgeht. Ja, Kameratutorial. Drückt die mittlere Maustaste und bewegt das Ding nach oben. Genau. Gut. Wendet euer Auge nur nach rechts. Mhm. Gut, lernt die Maus zu führen. Das haben wir abgeschlossen. Und ja, jetzt kriegen wir halt die Tutorial-Tipps mit der Questtafel, der Übersicht.
Die ist hier oben übrigens. Hier sehen wir die Sektoren. Und ja, die Questtafel ist das Ding hier eben, wo unsere Quests angezeigt werden, die wir erfüllen müssen, um diese Mission zu meistern. Und ja, mit den einzelnen Tutorial-Tipps hier jetzt erstmal langweile ich euch nicht, weil das ist eigentlich nur rudimentäres. Wie bewegt man die Karte? Wie dreht man die Karte? Wie zoomt man? Und wie überblickt man sein Königreich? Ebenso wie ich es euch gerade gezeigt habe. So, rein und raus. Wer die Steuerung beherrscht, hat einen guten Überblick. Und das ist der Schlüssel zum Erfolg. Dieses Dorf war einst sehr belebt und die Heimat glücklicher Siedler. Doch nachdem Lord Wolverine Tandrien in Unordnung gestürzt und unseren geliebten König vertrieben hatte, verließen viele ihre Dörfer aus Furcht vor Plünderern und Marodeuren. Prinzessin Zoe, ich schlage vor, dass ihr zunächst dieses Dorf wieder aufbaut und es in demselben Glanz erstrahlen lasst, wie einst unter König Balderus. Ja. Dazu steht uns das Baumenü halt zur Verfügung, steht in diesem Tooltip. Was halt interessant sind, sind die Tooltips mit dem Fragezeichen. Da kriegt man nämlich kleine nette Tutorial-Videos, also zum Beispiel hier für die Steinvorkommen. Steinvorkommen bergen 10 Steine, die abgebaut werden können. Also jedes einzelne, also hier sieht man gerade 20. Normalerweise findet man sie in der Nähe von Gebirgen. Ihr benötigt ein Steinmetz, um sie abzubauen. Ja. Berghütte und Steinmetz. Eine Berghütte muss ans Straßennetz angeschlossen werden. Das ist diese hier. Der Steinmetz kann, kann an einer Berghütte angeschlossen werden. Das hier ist der Steinmetz dann. Die Steinmetzwerkstatt sollte in der Nähe von Steinvorkommen liegen. Ja, wichtiger Hinweis. Das Spiel ist halt auch FSK 12 oder 6 sogar. 6? Ja, ich habe gerade auf die Hülle geguckt. Deswegen ist das Tutorial auch ein bisschen so drauf ausgelegt und auch das ganze Spiel ein bisschen. Ja, und für Wege gibt es auch ein Video. Zwei Arten von Wegen stehen zur Verfügung. Straßen verbinden Sektoren aus dem Posten. Da sieht man den da hier drüben. Diese sind unzerstörbar. Ja, weil irgendwie müssen sich die Leute zwischen den Sektoren bewegen können. Deswegen können die Straßen nicht abgerissen werden. Kleinere Wege können gebaut und zerstört werden. So wie der hier. Ja, und so einen Weg haben wir hier auch bereits. Und ja, durchs Klicken irgendwo in die Landschaft können wir auch das Baummenü öffnen. Wir müssen es nicht unbedingt hier unten öffnen. So, eine Berghütte platzieren ist ganz klar über das Menü. Dann gucken, wie wir sie platzieren. Straßen bauen. Das werden wir dann sehen. Steinmetze, also hier an dem Steinvorkommen. Hier sieht man, hier sind 70 Steine, also sind 7 solche Steinblöcke. Ja, auf welche ich gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, sehe. Da sollen wir ein Steinmetz eben errichten. Gucken, dass alles passt. Das Arbeitspensum erhöhen, ja. Da sollen wir halt eben an die Berghütte Steinmetze dranhängen. So. Fangen wir mal an. Das ist wohl das, was viele Leute bei Siedler 7 abgeschreckt hat. Diese Bauart hier. Die man sieht mit den 3 Feldern an der Hütte. Wobei ich das eigentlich eine ganz nette Idee finde. Sozusagen die zentrale Hütte ist das Wohnhaus der Leute. Und man baut halt ihre Arbeitswerkstätte dran. So, für den Steinmetz in der Mission reicht es, wenn wir 2 Steinmetze haben. Also platzieren wir die Berghütte so. Da können wir an den Pfeilen eben auswählen,
was wir dort errichten wollen. Nämlich in dem Fall Steinmetze. So, Arbeiter gelangen über euer Schloss in euer Königreich. Neue Arbeiter holen sich zunächst im Lager ein Werkzeug ab. Das hier ist übrigens unser Zentrallager hier gerade, wo man auch die Träger davor sieht. Die vier Stück. Das hier ist unsere Bauhütte, wo unsere Bauarbeiter arbeiten, die gerade die Berghütte aufbauen. Gebäude platzieren, Gebäude errichten. Ja, und jetzt bauen sie die Steinmetz-Anbauten an die Berghütte an. Also ja, eigentlich finde ich die Idee mit den angebauten Gebäuden an die Hauptgebäude eine recht nette Idee. Vor allem dann nachher, wenn man eine richtig wuselige Stadt hat. So, da kommen auch schon unsere Steinmetze. Und fangen an zu hacken. So, unser Missionsziel. So, wollte ich das haben. Ach, Quest. Nee, Questliste, Questliste. Wo ist meine Questliste? Ach, da drüber. Ist es jetzt zwei Steine zu bekommen? Erstmal. So, und da kommen schon die Steine. Großartig. Eure Steinmetze haben fürs Erste genug Stein geschlagen. Und ja, die Produkte. Steine also sind ein enorm wichtiger Rohstoff. Ihr solltet also immer ein Auge auf euren Vorrat werfen. Nun errichtet Wohnhäuser, damit eure Siedler ausreichend Wohnraum zur Verfügung haben. Mhm. Ja, das ist das Nächste. Über Bevölkerung und Wohnraum. Sieht man hier oben unsere Bevölkerung und auch unser Militär und alles. Also wie viele Arbeiter, Baumeister, Träger und so wir haben. Und das gerade Wohnhäuser. Also diese hier. Den meisten Wohnraum einbringen. Und ja, was ich sagen wollte, alle Sachen werden in Lager gebracht. Im Gegensatz zu Siedler 6 oder anderen Siedlerteilen. Na, was heißt in anderen Siedlerteilen? Im Gegensatz eben zu Siedler 6. Siedler 3 und 4 gehören eigentlich auch dazu. Wo die produzierten Waren noch in den Gebäuden eingelagert werden, denen sie produziert werden. Wird hier alles, gemacht, ähnlich wie in Siedler 1 und 2, immer im Hauptlager eingelagert. Erfolgreich gemeistert. Mangelnder Wohnraum stellt für Mondfeldens Siedler nicht länger ein Problem dar. Als nächstes benötigen wir dringend Holzbretter. Ja. Statistik haben wir hier, da können wir unsere Vorräte ansehen, wenn wir einfach drüber hovern. Also unsere Gesamtvorräte. Können aber auch unsere gesamte Übersicht über unsere Industrie und Wirtschaft aufrufen. So, wir sollen Försterhütten errichten und dort Holzfällerhütten und Sägemühlen bauen. Außerdem sollen wir ein Lagerhaus bauen. Ja, können wir uns mal gerade angucken. Ein Arbeiter trägt seine produzierten Güter stets ins nächste Lagerhaus. Mhm. Träger transportieren sie vom Lager, von Lagerhaus zu Lagerhaus weiter.
Mehrere gleichartige Arbeitsgebäude sollten sich ein Lagerhaus teilen. Gut, das war das Thema Lagerhäuser. Thema Bretter. Forsthütte ist das Basisgebäude. Erweitern Sie die Forsthütte um eine Holzfällerhütte? Ja. Erweitern Sie die Forsthütte um eine Sägemühle? Auch klar. Und zum Thema Lagerhäuser. Über die Wirtschaftstafel. Klickt mal eben die Informationen. Übers Lagerhaus eben, dass man das in der Nähe platzieren sollte, um Produktionswege kurz zu halten. So, deswegen fangen wir jetzt mal an, erst mit den Försterhütten. So, da reicht uns hier eine für Holzfäller. Können wir gleich schon mal anschließen. Und hier sehen wir, dass wir einen Weg bauen müssen. Zum Anschließen. So, und an diesem Weg schließen wir jetzt eine zweite Försterhütte mit Sägewerken an. Und platzieren noch ein Lagerhaus. Hier direkt auf dem Weg. So. Das hilft uns da jedenfalls schon mal. So, das Lagerhaus wurde errichtet. Jetzt fangen meine Bauarbeiter an, erstmal die Holzfällerhütten zu errichten. Ja, was wir auch noch bräuchten, wäre wahrscheinlich noch mehr Wohnraum. Wenn wir über die Übersicht gucken, übrigens sehen wir, welche natürlichen Rohstoffe eine Zone hat. Also zum Beispiel unsere Startgebiet hat Holz und Stein. Hier oben gibt es nur Holz bei Ramirez, unserem Gegner in dieser Mission. Aber ansonsten gibt es erstmal keine Ressourcen. So. Holzfäller sind fertig, Sägewerke sind auch fertig. Und unsere Träger von unserem Hauptlager fangen an, die Baumstämme, die wir bereits zur Verfügung haben, hier in das neue Lager zu bringen. Jedes Lager kann übrigens auch nur eine bestimmte Anzahl halten, außer das Hauptlager, das hat eine unbegrenzte Kapazität. So, und damit können dann unsere Sägewerkarbeiter auch schon anfangen, ihr Holz zu sägen. Yep. Während unsere Holzfäller Holz bringen. Ihr habt euch um die Bretterproduktion gekümmert. Neben Stein sind vor allem Bretter extrem wichtig für den Gebäudebau. Prinzessin, ich fürchte, wir sind nicht alleine. Ramirez, ein Lakai von Lord Wolvering, verbirgt sich hier ganz in der Nähe. Was hat er vor? Er versucht, unsere Pläne zu durchkreuzen. Vielleicht lässt sich die Sache friedlich regeln. Bei allem Respekt, Prinzessin. Mit Kriminellen kann man nicht verhandeln.
Was schlagt ihr dann vor? Lass Taten sprechen. Sie werden besser gehört als Worte. So soll es sein. Seht nur, Prinzessin. Hier hält sich Ramirez versteckt. Ich schlage vor, wir starten einen Überraschungsangriff. Dafür benötigen wir allerdings eine Armee. Wagt es bloß nicht näher zu kommen, Prinzessin, oder ich werde euch wie eine Made zerquetschen. Er ist schon mal sehr freundlich. Und so viel zum Überraschungsangriff, wenn er weiß, dass wir da sind. Und eine Armee benötigt Verpflegung. Mhm. Also errichtet eine Produktionskette für Brot. Das werden wir für den nächsten Schritt gut gebrauchen können. Ja, jetzt fangen wir mit Farmen an.